Hallo, ich bin Tod und jetzt geht's ans Battle Shirley gegen Cretan. Shirley kann recht eindeutig den User Vote für sich gewinnen, somit kriegt Shirley den ersten Punkt. Aber sehen wir einfach mal, wie die Juroren das Battle bewertet haben. Bei Shirley vs. Cretan gebe ich den Punkt an Shirley. Das Video von Cretan ist eine coole Idee, aber ich finde, da wäre mehr gegangen. Shirleys Video ist clean und weitaus besser. Beide haben einen nicen Style innerhalb der Runde. Cretan ist rein technisch begabter, aber Shirley arbeitet mehr mit Attitude. Dafür gibt es jetzt bei beiden nichts zu bemängeln, finde ich. Für mich klingt Shirleys Runde aber besonders gut, weil er mit Hooks und auch guter Pausensetzung wirklich Struktur in die Runde bringt, was man raushört. Und wegen der doppelten Hook hat er jetzt auch eher weniger Zeit für Punchlines, was aber kein Problem ist, weil wirklich jede Line. Eine der besten Texte auf einem der besten Beats des 32. Die Nazi-Vorlage von Cretan, die ihm auch das Genick in diesem Battle bricht, nimmt Shirley dankend an und bastelt sich damit die halbe Runde zusammen. Der Gesichtsausdruck zu Beginn des Videos leitet den Tenor der Runde schon ziemlich treffend ein. Bis auf die letzten beiden Zeilen des Parts und die Hook insgesamt bringt Shirley durchgängig Highlights. Umso mehr ist es schade um die mehr als stabile Leistung von Cretan, eine Runde, die ich auch sehr, sehr gerne gehört habe. Er spielt dabei die oft schon gehörte Text versus Musikalität Karte, wobei es in einem Battle-Turnier wirklich irgendeinen genialeren Twist bräuchte, um in einer Paarung, in der man selbst die Rollenverteilung guter Text versus guter Rap etabliert, zu gewinnen. Die Runde geht für mich also an Shirley. Shirley gegen Cretan. Shirley bringt eine Runde, die gut nach vorne geht, hört sich toll an und puncht auch sehr gut. Die Runde von Cretan dagegen ist leider, wird ein bisschen von der Angriffsfläche angetouched, aber in meinen Augen nicht wirklich gut ausgedrückt und kommt nicht wirklich an Shirleys Level ran. Aus diesem Grund gebe ich den Punkt an Shirley. So, kommen wir zum Battle Shirley gegen Cretan. Ich finde, Shirley hat ein sehr gut aussehendes Video, um darauf mal einzugehen. Die Videoidee bei Cretan ist aber auch sehr lustig mit dem Stream. Von daher werde ich kein Video hier irgendwie besonders hervorheben. Wir haben Shirley, der einen sehr routinierten Style hat zu rappen. Bei Cretan hatte ich das Gefühl, dass er in den letzten 20 Sekunden den Takt so ein bisschen verloren hat. Und ich weiß nicht, also es wirkte ein bisschen unrund, der Flow. Ja, genau. Und bei Shirley muss man halt auch sagen, dass der Text ziemlich gut war. Wie er das aufgebaut hat mit dem Intro am Anfang, wie er dann am Anfang auch die ersten vier Zeilen kickt, wo er dann sagt, das Gasgame war 45 vorbei und seine Parallelen mit Hitler und so. Das war schon ziemlich gut und auch der Rest der Runde hat sehr getroffen, glaube ich. Das mit dem Edgy und sowas und ja, textlich gesehen ist bei Cretan nicht wirklich was hängen geblieben. Von daher würde ich diese Runde an Shirley geben. So, Cretan gegen Shirley. Ich finde Cretans Text leider echt nicht gut, außer die Twitch-Line am Ende. Die war ganz okay. Vor allem wegen der Delivery. Und bei Shirley kommt halt ein gutes Ding nach dem anderen. Vor allem die Gas geben vorbei-Line ganz am Anfang war richtig, richtig gut. Hat eine Knüller-Hook und auch das bessere Gesamtpaket. Punkt an Shirley. 3, 2, 1, Butz. Also, eindeutig. Eindeutig für Shirley. Und genauso eindeutig wie der User-Vote war, waren auch die Bewertungen der Juroren. Somit zieht Shirley mit einem 7:0 ins Sechzehntelfinale ein. Herzlichen Glückwunsch.